Ein Junghengst seltener Bonität. Freuen Sie sich auf seinen Auftritt, den wir natürlich mit der notwendigen Ruhe hier inszenieren möchten. Der hübsche Schwarzbraune, da kommt er herbei. Meine Damen und Herren, mit dem Blut des Florenzio, der selbst Weltmeister der jungen Dressurpferde 2004 und 2005 war, hier gesegnet auf der Vaterseite. Dann das Oldenburger Vererbe-Genie Sandro Hit auf mütterlicher Valence und die Rückvergütung auf den großartigen Donnerhall hier in Generation Nummer 3. Ein Spitzenstamm allerhöchster tänzerischer Befähigung, die uns hier schon auf der Diagonale offeriert. Jessica Anderson zeigt ihn uns hier. Die ersten reiterlichen Eindrücke dieses erst dreijährigen Youngsters, den wir Florenz getauft haben. Bitte schön. Haltet etwas Ruhe, Herrschaften. Hier, dieser Edelknabe hat's verdient. Sind das Eindrücke. Ein Tritt wie der andere. Mit diesem tollen Hebel, der heute so gerufen wird im internationalen Grand Prix Sport. Toll übers Knie, toller tänzerischer Federkraft. Ein typischer Sohn. Selbst war er auch ein Bewegungsgenie unter unserem Hans-Peter Minderhut, Florenzio. Ja, dann dieser Galopp. Und lieber Gerd, diese Musik habe ich eigens für ihn ausgesucht. Die ist nämlich aus diesem fantastischen Soundtrack, auch des Japelou. Nun überragt dieser den Japelou in puncto Stockmaß bei weitem. Aber ich verspreche euch, der wird von ähnlicher Bedeutung werden in den Sportarenen, wenn sie dann alle mal richtig ausgefördert hat, unsere Jessica Florenz. Unser Gerd einen schönen Namen ausgesucht. Wie kam das denn zustande, Inga? Man munkelt in Erinnerung an euren 30. Hochzeitstag. Ja, denn das erste Mal geküsst hat sich das Ehepaar Sosat in Florenz. Wer es glaubt. Gerd ist ein geiziger Oldenburger. Du glaubst doch nicht, der hätte dir ein Ticket geschenkt. So. Komm, wir wollen uns konzentrieren hier. Aber Jessica ist auch eine tolle Ausbilderin für so ein junges Pferd. Er ist ja auch noch ein bisschen jugendlich, muss man sich auch nichts vormachen, der ist noch nicht ganz fertig. Gerade solche Pferde muss man dann behutsam aufbauen. Was mir bei diesem Pferd auch gut gefällt, er hat ein sehr gutes Interieur. Kannst ja gleich mal die Mitte stellen, gleich ist egal, wenn du möchtest. Und dann ist auch so, dass wir gerade bei unserem Blut manchmal vielleicht noch nicht den allerletzten Schritt haben. Deshalb ist das auch so wichtig, wenn wir jetzt einen Hengst einsetzen, der gerade das auch sehr gut hat.
Ja, man merkt es schon, wie schön andachtsvoll still hier alle sind. Der braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Lieber Gerd, auch dir nochmal großes Kompliment. Da hast du einmal mehr richtig hingeschaut. Das wollen wir dir heute Abend alle hier und heute diagnostizieren. Der ist erst 3, den können wir noch nicht so in der typischen Hengstvorstellungsmanier hier mit großem Getöse verabschieden. Aber wir sind gefesselt. Auch dir großes Kompliment. Besser kann man einen 3-Jährigen nicht in Szene setzen, Jessica. Und Florenz, haltet euch noch ganz kurz zurück. Wir sind wirklich begeistert. Das ist ein neuer Bewegungskönner, der in Lemberda zu Hause ist. Dankeschön, Florenz. Das macht ihr spitze, meine Damen und Herren. Unsere Jessica, das war ihr Schlusspferd für den heutigen Abend. Das war wirklich eine Sternstunde. Schickt ihr ruhig noch mal einen Applaus hinterher. Toller Auftritt.